Und die 2 Minuten für Nadine Pelzer. Und das Gespräch vom Trainer mit der Spielerin. Und Kitty Krölle scheitert am 7 Meter. Und Jennifer Kriegsmann holt den Ball. Und dann kommt er die zweite Chance für Kitty Krölle und diesmal nutzt sie sie besser. Ihr 4. Treffer in diesem Spiel. 22-20. Ja, und jetzt haben wir noch einen schönen Seitenblick gehabt von den beiden Trainern zueinander. Der Warnemünder Trainer hat dabei Glück gehabt. Und Fred, ja, die Qualität haben wir, das hatten wir. Und das war ein klasse Kreisanspiel. Das war hervorragend gespielt auf Theresa Ort, die dann auch wunderbar abschließt. 22-21, der Anschlusstreffer. Und ich glaube, wir können jetzt schon zusammenfassend sagen, auch wenn das Spiel natürlich hier noch 3 Minuten läuft, so eng wie heute war es bei den beiden noch nie. Krölle kann den Ball fangen, Glück gehabt. Und Jennifer Kriegsmann findet die Lücke nicht, wird aufgehalten. Freiwurf für Grün-Weiß. Jetzt nochmal der Wechsel. Lisa Hacker und Lisa Marie Menzel tauschen den Platz. Und Saskia Harder spielt den Fuß an von Annika Bleek. Und der Ball kommt doch noch durch. Und Sina Güdokalt rettet Grün-Weiß-Schwerin hier die Führung. Vorerst gegen Theresa Ort. Aber die Warnemünder Eltern machen jetzt richtig auf hier. Und man darf nicht vergessen, Warnemünde war hier noch in Unterzahl. Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen Eileen Brandt. Es waren die zweiten 2. Aber jetzt haben wir mehrfach bereits in diesem Spiel gesehen, dass Unterzahl kein Nachteil sein muss. Eileen Brandt wird höchstens für ein paar Sekunden wiederkommen, für eine, um genau zu sein. Und Sina Güdokalt hat den Ball erneut. Und Theresa Ort mit dem Ausgleich. 22-22. Wir haben noch knapp 2 Minuten zu spielen. 1,40 sind es noch. Schwerin in Unterzahl und der Ausgleich durch Warnemünde. 22-22. Und Jennifer Kriegsmann mit der Aufgabe, es gibt Freiwurf. Und noch 7 Meter geben. Jetzt waren Grün-Weiß seine Eltern auf. Suchen hier nochmal Stimmung zu machen, aber man merkt diese Spannung. Und Jennifer Kriegsmann scheitert. Und jetzt sogar die Chance hier für den SV Warnemünde, kurz vor Ende des Spiels in Führung zu gehen. Und Auszeit genommen durch den SV Warnemünde. Und jetzt wollen wir mal reinhören.
Ja, die Outside ist genommen. Und der Trainer konnte einfach nicht mehr sagen, wir arbeiten und die Warnemünderinnen sollen es jetzt wahrscheinlich ausspielen. Da weiß ich nicht wohin. 20 Sekunden sind es noch. Jetzt das Zeitspiel angezeigt, jetzt muss sie werfen. An die Latte. Und Ballbesitz für Grünwald-Schwerin. Und es gibt den Freiwurf noch in der letzten Sekunde. Es gibt noch den Freiwurf in der letzten Sekunde. Jetzt heißt es unentschieden oder Sieg für Grün-Weiß-Schmarin. Jennifer Kriegsmann. Der ist drüber und damit endet das Spiel hier. 22-22 und wird gefeiert von Warnemünde wie ein Sieg. Und das nicht zu Unrecht. Schwerin hat das Spiel ja aus der Hand gegeben. Nach 16-10 Führung endet das Spiel 22-22. Endstand zwischen Grün-Weiß-Schwerin und dem SV Warnemünde 22-22. Ich habe mir jetzt beide Trainer dazu geholt, um noch ein allgemeines Fazit zu dem Spiel zu finden. Denn wir haben mal geguckt, die ersten beiden Spiele 25-16, 31-18 aus der Sicht von Grün-Weiß-Schwerin jetzt 22-22. Fred, was kann man dazu sagen? Allgemeines Fazit zum Spiel. Na, erstmal sage ich herzlichen Glückwunsch meinem Kollegen aus Warnemünde, der sich sicherlich sehr und auch zu Recht freut. Und gleichzeitig möchte ich einen Vorwurf an den Warnemünder Trainer richten, warum seine Mannschaft nicht immer so spielt. Ja, dann wäre er sicherlich um einiges glücklicher gewesen an anderen Spieltagen und seine Mädels vielleicht auch. Nein, ernsthaft, das war schon ein grottenschlechtes Spiel meiner Mannschaft, wenn du mich so nach dem Fazit fragst. Es fehlte hüben wie drüben, vorne wie hinten doch eine ganze Menge. Zwischenzeitlich sah es so aus, als hätten wir uns gefangen, als wir da auf 15-10 oder so ähnlich, glaube ich, weggezogen sind. Wir haben 16-10, darauf kommen wir gleich noch. Genau, ja, aber offensichtlich war das schon wieder zu leicht. Ja, offensichtlich haben die Mädels da eine Spannung verloren. Ich habe es beim in die Pause gehen gemerkt. Da wurde ein bisschen viel gelacht und gefeixt. Und da habe ich schon gemerkt, da geht die Spannung, sie bleibt da nicht, die notwendig war. Ja, und das Ergebnis zeigt es. Ja, dann gehen wir das an den, man möchte fast sagen, glücklichen Sieger, auch wenn es nicht ganz so ist. Aber es sah am Ende des Spiels so aus. Allgemeines Fazit zum Spiel. Ja, erstmal muss ich sagen, ich bin wahnsinnig glücklich über diesen einen Punkt. Denn ein Punkt ist besser als gar keiner. Wir haben nach einer langen Durststrecke mit mehreren Niederlagen, dann kommt noch hinzu, wir waren über die Feiertage in Schweden beim größten europäischen Nachwuchshandballturnier, da haben wir auch nur welche reinbekommen, aber schon da habe ich gesehen, dass wir eine super Abwehrarbeit geleistet haben und diese ist uns heute in diesem Spiel als Fazit total entgegengekommen, dass wir hinten wirklich wahnsinnig gut gearbeitet haben und hinzu kam uns, dass uns Schwerin heute eingeladen hat, erstens, sie haben uns wahnsinnig viele und große Lücken gegeben, wo wir vor allen Dingen in den ersten 20 Minuten reingestoßen sind. Und dann als weiteres kam hinzu, die ersten 20 Minuten hat die Torhüterin aus Schwerin nicht, ich sage jetzt mal grob gesagt, nicht eine Hand am Ball gekriegt. Dadurch sind wir wirklich immer dran geblieben und die ersten 20 Minuten fast immer in Führung geblieben. Und ich habe meinen Mädels schon vor dem Spiel gesagt, schaffen wir es, unsere Fehlabspiele zu minimieren. Und schaffen wir es, Schwerin nicht wegziehen zu lassen, kann es ein ganz, ganz enges Spiel werden und so ist es ja auch geworden. Und ich bin, wie gesagt, happy, glücklich über diesen einen Punkt.
Ja, ein bisschen, Fred hat es schon angesprochen gehabt, waren sie ja weggezogen, 16-10. Danach gab es so einen Bruch im Spiel. War es wirklich so, dass dann die Gegenwehr von Schwerin irgendwo nachgelassen hat? Fred hat schon gesagt, ich sag's mal so, Schwerin hat es dann zu leicht genommen. Sie haben gemerkt, sie sind wieder mit 5-6 Toren einfach weggezogen, einfache Kontertore, platziert geworfen. In dem Moment, vermute ich, haben die Spielerinnen aus Schwerin es zu leicht genommen, haben nicht damit gerechnet, dass hinten bei mir noch gefeitet wird um jeden Ball, weil unsere Zielvorgabe war eigentlich wieder unter 10 Toren zu bleiben. Das ist für den SV Warnemünde als Freizeitverein mit, ich sag mal, 1,5 Mal Training die Woche gegenüber einer Sportschule schon ein Wahnsinnsergebnis. Und wir haben das Gleiche schon mal geschafft gegen Neubrandenburg, gegen die andere Sportschule mit einem Sieg. Und ich kann Schwerin versprechen, ich werde auch im nächsten Heimspiel gegen Neubrandenburg meine Mannschaft so motivieren, dass wir dann da auch da versuchen werden, zumindest einen Punkt zu holen. Ja, das würde das ein bisschen wieder ausgleichen. Aber letztendlich, Schwerin muss auch noch nach Warnemünde. Das Spiel muss auch erst bestritten werden. Auch da gibt es für Warnemünde wieder die Chance, den Großen zu ärgern. An sich, wie ist Warnemünde aufgestellt in der B-Jugend? Was ist die Zielsetzung mit der B-Jugend? Also Zielsetzung war, vor der Saison hatte ich mit den Mädels gesprochen, wir wollen hinter den beiden Sportschulen wollen wir den dritten Platz belegen. Das wäre B-Jugend-Jahrgang haben wir ja. Wir haben eine gemischte Truppe, eine 96er, dann haben wir 95er und vier 94er. Und das wäre für uns ein super, wie gesagt, als Freizeitverein ein super Ergebnis, den dritten Platz zu holen. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Wie es in der nächsten Saison weitergeht, muss man dann sehen. In MacPom gibt es so viele Probleme mit einer weiblichen Jugend A. Da muss man dann schauen, was passiert. Und die Vorbereitungen fange ich jetzt schon an, damit zu planen. Ich habe auch schon mit den Mädchen gesprochen und wir warten ab, was passiert. Ja, Fred, deine Planung ist ein wenig durcheinander geraten mit dem heutigen Spiel, würde ich sagen. Wie geht ihr das weiter an? Und wie seid ihr denn aus der Pause jetzt gekommen? Ihr habt das erste Spiel jetzt nach dieser Weihnachtspause gehabt. Du hast gesagt, ihr habt zwischendurch trainiert. Liegt da vielleicht auch eine Erklärung für das Spiel heute? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Planungen durcheinander sind. Vielleicht spielt mir dieser Punktverlust ja sogar in die Planung mit hinein. Man spricht ja oft vom Schuss vor dem Bug, der hoffentlich rechtzeitig noch kommt. Und das ist jetzt die Erwartung, die Hoffnung, die ich damit verbinde. An der Konstellation hat sich nichts geändert, außer dass wir nicht mehr mit zwei Punkten führen, sondern mit einem. Und was das Spiel in Neubrandenburg angeht, das muss natürlich gespielt werden, aber wir haben ja hier gezeigt, dass wir mit viel Einsatz, Kampfgeist und mit der entsprechenden Einstellung Neubrandenburg besiegen können. Und davon gehe ich auch nach wie vor aus. Also ich rechne mal damit, dass die Mädels ganz viel, die Reaktion jetzt eben nach dem Spiel hat mir übrigens gefallen. Ne? Sie haben gemerkt, hier ist etwas passiert, was so nicht erwartet wurde und was auch auf ihren Schultern abzuladen ist. Und ich denke, dass jetzt letztendlich die richtigen Schlüsse gezogen werden können. Ja gut, dann das werden wir weiter beobachten. Wir werden uns sicherlich auch nochmal wiedersehen mit dem SV Warnemünde. Und Sie, liebe Zuschauer, sehen wir dann wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin.